Jo, wir haben wieder Sonntag und ich bin bei den Bienen. Aber nicht wegen den Bienen, ja, indirekt schon, weil ich will versuchen, meine zwei Wagen, also von Nummer 3 und Nummer 4, wieder zum Funktionieren zu bringen. Weil die habe ich ja abgeschnitten und wer im Community-Tab das verfolgt hat, da habe ich ja jetzt so 3D-Druckteile gedruckt. Für die Wagen, für die Wegezellen, weil das andere, das alte, so wie ich es vorher hatte, oder für die Nikod hatte ich ja, doch, da hatte ich auch Wagen drunter, aber die sind immer verrutscht, wenn man da dran gearbeitet hat, weil die halt nicht verbunden waren oder weil das so glatt ist, das Material und so weiter. Ja, guck mal, was hier los ist. Ich habe die vorne schon, ich glaube, 30 Meter war ich weg, da habe ich die schon summen gehört. Wahnsinn. Und Pollen, 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 Pollen. Hier um die Nikutböen geht's. Da habe ich ja das Kabel abgeschnitten hier von der Waage. Da muss ich jetzt so einen Stecker, so wie hier, wieder dran löten, damit ich die Waage dann da einstecken kann. Ich mache jetzt überall so eine Kupplung dazwischen, dann kann man die Wagen immer mal austauschen oder wenn was kaputt ist. Oder wenn man die Kiste tauschen will, irgendwo anders hin. Hier habe ich sie schon liegen. Die kriegen jetzt noch ein bisschen Racing-Farbe in Gelb. Rapsgelb natürlich. Jo, das sind die. Da habe ich ja hier, die stecken sich in den Nikotboden rein. Und mal gucken, wie sie sich machen. So, der Raps blüht. Haben sie ein bisschen Farbe gekriegt, ein bisschen UV-Schutz, weil ich weiß nicht, wie das PLA-Material da, wie lange das hält. Wenn nicht, muss ich es dann nochmal ausdrucken, aber die kann man ja einfach tauschen, denn das ist ja das Gute jetzt. In irgendein anderes Material, weiß ich nicht, ABS oder so. Da ich hier ja auch Strom brauche für die Wagen und auch für meinen Oxalsäureverdampfer, habe ich ja hier so Solarzelle. Hier unten sind so dicke Batterien drin, die habe ich noch ein paar Batterien stehen. Und da habe ich auch den Wechselrichter für den Verdampfer. Und da kann ich natürlich jetzt auch einen Lötkolben anschließen und die Leitung da verbinden für die Waage. So, jetzt habe ich die Kabels miteinander verbunden. Bin mir aber noch nicht sicher, weil da so viel Weiße sind. Und die nicht verdrillt waren, ob die zusammengehören. Auf jeden Fall habe ich die jetzt an das System hier am Stand angeschlossen. Jetzt muss ich die Waage kalibrieren, weil ich es halt an einen anderen Raspberry angeschlossen habe. Da nach meiner Erfahrung passt dann die Kalibrierung von zu Hause nicht. Und das mache ich jetzt mal. Jo, das hat wunderbar geklappt. Ich habe jetzt 7 Kilo auf der Waage. Und ich habe auch die richtigen Kabels erwischt. Also kann ich das jetzt hier isolieren und Schrumpfschlauch drüber machen und dann könnte ich die Waage installieren. Muss ich mal gucken, wie ich das dann hochhebe. Ich habe ja ein Gurt dabei, da werde ich die Kisten zusammenspannen und dann werde ich das irgendwie da drunter zimmern. Und hier hatte ich schon ein Kabel vorbereitet, schon damals. Dann brauche ich gar nicht weiter. Ah, weiter. Jetzt werde ich attackiert. Da brauche ich gar nichts weiter machen. Und das brauche ich dann bloß drunter stellen. Okay, weiter geht's. So, ich habe es geschafft. Die Wagen wiegen wieder. Die Nummer 3 und 4. Da sieht man die Konstruktion so ein bisschen. Hat noch mit einem Problem zu kämpfen. Nach dem Anschließen habe ich noch ein Kabel. Da sind die dünnen Kabel, die von den Wegezellen kommen. Da hatte ich eine bei der Montage unterbrochen. Musste ich noch wieder zusammenlöten. Aber jetzt steht's und kann man gucken bei mir in der Beschreibung. Irgendwo sind die Links für die Wagen. Also 1, 2, 3, 4 funktioniert wieder. Die anderen müsst ihr ignorieren.
Das sind nämlich die 5 und die 6. Die muss ich noch machen. Aber da das Holzböden sind, habe ich so Teile, die muss ich von unten dran schrauben. Das wird ein größerer Akt. Wird nicht so einfach wie bei der Nikotz. Da steckt man die ja einfach da. Oder ich habe es so gemacht in die Aufnahme. Ich glaube, da kommen original, kann man da so Ständer drunter machen, so Rohrdinge oder ich weiß nicht, oder Stapeln. Ich habe jetzt keine Ahnung, für was die Löcher da sind. Tja, jetzt räume ich erstmal auf. So, zum Abschluss nochmal Bienen. Fliegende Bienen, bewegte Bienen. Heute ging es mal um die Stockwagen und wer Interesse hat, kann sich ja mal bei honeypie.de umschauen. Da ist alles beschrieben, wie man die baut. Die Software, alles kostenlos, aber man kann ja eine kleine Spende hinterlassen, wenn es einem gefallen hat. Und Unterstützung kriegt man da auch. Gibt es auch eine Facebook-Gruppe, aber bei Facebook bin ich nicht. Ja. Mal gucken, was die jetzt wiegen und ob alles funktioniert. So, dann bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich gibt es nächste Mal ein Video über meine erste Frühjahrsnachschau bzw. Auswinterung, wie man dazu sagen möchte. Ja, die fliegen noch fleißig hier, die sind ein bisschen durcheinander, die habe ich ein bisschen hin und her gekippt. Und hier den Schieber habe ich getauscht. Das ist jetzt ein Original Nikot Schieber, den Edelstahlding habe ich weggemacht. Ja, in diesem Sinne, einen schönen Sonntag noch und viel Spaß bei den Bienen.